Herzlich willkommen. Boah, Alter, kannst du ein bisschen leiser machen, wir fliegen die Ohren ab. Tschüss. Hallo. Herzlich willkommen, Alter, bei Nüsse mit Dirk und Klaus. Ich bin Klaus und das ist Dirk. Boah, mir ist ja fast der Nasenhaarschneider aus der Rand gefallen. So schnell kann es manchmal gehen. Dirk, ich habe gesagt, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Und die Überraschung ist, dass ich, was auch immer das Thema ist, was wir heute besprechen. Na. Ich werde die ganze Zeit benutzen, um über den Frust von der Seele zu reden, über einen Film, über den du noch in einigermaßen lobenden Tönen geredet hast, der unanschaubar schlecht ist. Baywatch. Der schlimmste Film, den ich in den letzten Jahren gesehen habe. Es ist wie ein Autounfall, als ob jemand 5 Drehbücher zusammen in Schredder geworfen hat, die Schnipsel zusammengeklebt. Unerträglich. Ja, aber das Lustige ist ja, dass du den komplett gesehen hast. Weil ich nicht weg... Das, mein, Ach, weil. Ich hast konnte, du gezahlt, ich konnte oder nicht, was? Ich konnte nicht mehr wegsehen. Ich wollte nicht, es hat mich so wütend gemacht. Ich dachte schon, die ganze Zeit ist ja so ein etwas dickerer Typ bei dem Baywatch dabei. Ja. Wo ich dachte, das ist ein gutes Zeichen, wenn eine Komödie einen Comedic Relief Charakter braucht. Und kein Vertrauen hat in Zac Efron und The Rock, die auch beide absolut furchtbar sind. Naja, also ich finde, The Rock fand ich halt irgendwie schuldig, aber Zac Efron ist halt einfach nur trainiert. Und das verstehe ich halt gar beide nicht, unerträglich. Wie der auch trainiert ist. Der ist ja halt auch irgendwie so wie so ein Kandidat von einer Körperweltenausstellung da gerippt. Also ja, dieser Anfang, wo sie halt dieses Pseudo-Vortraining machen, wo er in so einem komischen Obstacle-Ding da halt sich komplett durchhangelt und danach sagt Dwayne Johnson, ja, aber das war nicht der Test. Und das ist ja, und nur für diese Szene angeblich hat er so trainiert, weil das ist das einzige Mal länger oben ohne. Das ist bizarr, dusselig, also ist schon ein bisschen bizarr. Ist nicht ein guter Film, das weiß ich halt auch. Ich fand den bloß unterhaltsam so bei Leuten. Unerträglich. Und am Ende bringen sie noch die Schurkin um? Ach, nachdem sie schon entwaffnet ist? Sicher, sie. Ach, war das mit dem Raketending? Ja, sie schießt ihre letzte Patrone aus dem Magazin, hat keine funktionierende Waffe mehr, das sind 2 Männer um sie rum und sie erschießen sie. Ja, falls ihr euch wundert, dass Klaus so leicht genäselt sich anhört, er hat eine Fäkalbrause vor ein paar Wochen genommen und seitdem. Ja, aber es sah schon wieder alles. Super. Aber wie jede Woche in unserem Podcast besprechen wir eine Frage. Das heißt, wir beantworten eine Frage. Und diesmal ist Dirk dran mit der Frage. Aber du bist ganz schön wütend noch, ne? Ich bin... Wann hast du den gesehen? Richtig, gestern habe ich den gesehen. Hast du bei irgendwas gemacht oder hast du ihn bewusst gesehen? Ich bin manchmal aus dem Zimmer gegangen und habe irgendwas am Handy gemacht. Man verpasst ja noch nichts. Du gehst aus dem Zimmer, um was auf dem Handy zu machen? Ja, nee, ich mache was auf dem Handy. Ich gehe aus dem Zimmer, hole mir eine Limonade oder eine Limo. Bauen einen Zitronenbaum an oder was man so zeitschonend machen kann. Ja. Baywatch. Ja. Das heißt, du bist jetzt richtig heiß, ne? Das wäre ein Drecksfilm. So wie das Wetter auch gerade. Also beziehungsweise finde ich, wo wir uns gerade finden, also hier ist es noch angenehmer, weil Klaus die Möglichkeit hat zu lüften. Also Durchzug zu genau, machen. Genau, den Durchzug zu. Das ist super. Und das geht so einigermaßen, aber mir schwitzt er halt beim Denken gerade. Und das ist halt richtig eklig. Also hier schwitzt er auch. Du bist ja auch im 5. Stock. Vierter. Aber Altbau ist wie Nachkriegsbau, 7. Stock oder so. Naja, egal. Also, wir haben jetzt. Wir haben noch 2 Wochen Zeit und dann beginnt sie. Sommerferien! Genau, beziehungsweise diese komische WM. Bei unserem Freund, dem Russen. Genau, und deswegen, weil ich da gar nichts von mitkriege, ist meine Frage, warum ist die Fußball-WM 2018 so tot? Ja. Ich habe diverse Fakten echt zusammengesammelt und mich da ein bisschen eingelesen. Ich kann am Anfang, warum sie für uns, glaube ich, noch ein bisschen weniger lebendig ist als in den Jahren davor. Ja. Wir sind ja auch, wir gucken ja so samstags auch Fußball. Ja. Aber ich glaube, dass in den letzten Jahren der Weg des SV Werder Bremen unsere Fußballmotivation auch ganz schön so schleichend abgeschabt hat. Aber ich sag mal, wenn wir Zeit haben, sind wir ja nicht gewillt, nicht hinzugehen, wenn es heißt, wir sind wir gehen ja schon hin. Ja. Aber mit der Motivation, mit der wir vor, ich sag mal, 8 Jahren da waren. Ja. Mit der sind wir aber ich nicht muss da. Auch sagen, dass natürlich die Lokalität sich auch verändert hat. Und somit wir halt stehen auch nicht, wir stehen nicht mehr jubelnd am Kicker. Genau.
Und das war halt damals bei Tommy, die wilde 13, Rest in Peace, das war halt, die Rest in Peace, habe ich gerade gesagt, das war halt einfach eine wunderschöne Kneipe, Wirtschaft, wo es dann auch noch das Hake frisch gezapft gab, ein Bier, was gar nicht wirklich Bier sein sollte, weil das ist halt so ein bisschen... Ja, so ein Frühstücksbier. Das ist so ein bisschen aromatisiertes Wasser, danach kannst du kein anderes Bier trinken, egal wie mild es ist. Das ist echt, genau, du hast damals immer gesagt, von wegen, hast du auch gerade frisch die Zähne geputzt, weil mit der leichten Minzsoße, mit der leichten Minz Note schmeckt das Hake noch viel angenehmer. Und wir saßen da, standen immer vor dem Kicker, direkt haben Köpfe in den Nacken gelegt und haben uns da halt diese Spiele angeschaut. Ich bin auch gar nicht eigentlich so fußballaffin. Klaus hat mich eigentlich so reingebracht, nachdem er mir vor 10 oder 12 Jahren ein Trikot geschenkt hat, gesagt, du kommst jetzt mit. Und dachte, okay, gehe ich einmal mit. Und fand einfach die Tatsache, dass man in der Kneipe nicht mit Vollassis, weil das war halt auch die Tatsache, dass ich vorher in der Kneipe gearbeitet habe, wo halt öfter Frankfurt gezeigt wurde. Und das war halt echt schwierig. Und ich glaube, da kamen bei der wilden 13 einfach ein paar Komponenten zusammen. Zum einen ist es auch sonst eine Punkkneipe, was das halt ein bisschen entspannter macht. Oder war eine. Aber das Panenka ist ja auch so in die Richtung. Ja. Die Bremen-Fans sind, glaube ich, generell ziemlich entspannt. Und ist eine Mischung. Erstmal. Ja, und eine relativ hohe Frauenquote. Genau, das, das ist ja auch immer noch so. Das beruhigt immer so die Leute. Ja, ja, eben. Also ich meine, ich habe damals halt bei der Arbeit... wenn ich halt dann bei Frankfurt-Spielen gearbeitet habe, dann hörst du, da sind halt eigentlich durchgehend nur Männer und Kinder waren immer da. Mhm. Und dann wurden halt so Sachen geschrien, halt wie verbrennt den Schiedsrichter, weiß nicht, wir müssen dir die Fingernägel abreißen, also richtig so bestialisch brutal. Wo dann halt beim Bremer Spiel hörst du mal von wegen, Wichser. Der ist doch Arschloch. Gekauft! Ja, irgendwie so eine leichte oder halt kreative Beleidigung. Yeah, yeah. Wo du denkst, es geht jetzt nicht darum, bestialische Fantasien auszuleben. Und daneben sitzt dann halt ein Kind mit großen Augen und zittert und denkt so, ich kann mir ja grob was drunter vorstellen, wenn jemand sagt, wir zerhacken dich oder so. Und dann denkst du, Alter, fahrt mal runter. Was ist denn, habt ihr denn für Aggression gerade am Laufen? Und das habe ich halt bei Bremen nie gemerkt. So. Ja, weiß ich nicht. Das ist ja auch ein bizarres Getränk. Das ist ja auch... Naja, ich hätte auch ein paar Info reinzustreuen. Alles muss ich zugeben, alles, was ich nicht wusste, weil ich halt einfach nicht Fußball... Also ich glaube, was vielleicht ein bisschen seltsam ist tatsächlich, Deutschland ist ja amtierender Weltmeister. Mhm. Und das ist trotzdem so eine Flaute. Ja, also ich krieg diese WM auch oder diese Vorbereitung zur WM nur durch die Werbung mit. Ich weiß nicht, ob ich das in den Nachrichten, beziehungsweise gucke ich halt keine Journale und... Aber auch wenn ich jetzt irgendwie im Spiegel höre sowas, ich lese auch nicht von wegen, krass, weil ich glaube, dieses Land auch so umstritten ist. Wusstest du, dass Deutschland gestern ein Länderspiel hatte? Nein. War gut. Gegen Österreich. Oh, also ein Heimspiel. 1-2 verloren. Okay. Ja. Oder 3-0 gewonnen, wie manche Leute sagen würden. Also die WM ist ja die 21. Fußball-WM. Hm. Vom 14. Juni bis zum 15. Juli. Am 2. Dezember 2010 wurde in Zürich halt bekannt gegeben, dass der Gastgeber Russland ist. Es gibt dann wohl immer so Koffer voller Geld. Genau. Und das sind dann halt immer so Runden, wo dann halt gewählt wird, für welches Land man ist. Stand dann halt zur Auswahl Russland, Spanien und Portugal. Ich wusste jetzt auch nicht, dass dann die Länder zusammengenommen werden. Ja, ja, wie bei der Europameisterschaft auch. Spanien und Portugal haben, glaube ich, auch schon mal eine zusammen ausgetragen. Okay. Niederlande und Belgien waren zusammen. Südkorea und Japan hatten zum Beispiel eine WM zusammen 2002. Okay. Und England stand noch aus. Ja. Und das Land braucht mindestens 12 Stimmen. Und in der zweiten Runde hat Russland dann 13 Stimmen gekriegt. Mit einer Kalaschnikow im Rücken gibt es da eine Stimme leicht mal für den Russen. Ich kann kleine Funfacts am Rande, sowas wie Bau- und Renovierungskosten der Stadien haben sie am Anfang gesetzt auf 3,82 Milliarden US-Dollar. Mhm. Und Putin meinte, ja, da müssen wir locker 5 draus machen. Mhm. Dann haben sie aber nach ein paar Jahren meinte, Putin, müssen das wir ein bisschen runterdrosseln, weil das Haushaltsgeld unseres Landes gibt es halt nicht her. Die kriegen mit Sicherheit auch bestialische Förderung oder so. Mhm. Es gibt 12 Stadien in 11 Städten, wo die Spiele ausgetragen werden. 8 davon wurden neu gebaut. 8 Stück! Und 4 wurden umgebaut. Und da ist schon der erste Kritikpunkt wahrscheinlich, wo man sagt, ist ja ein bisschen uncool, denn die Arbeiter sind hauptsächlich aus Nordkorea eingeflogen, beziehungsweise wurden halt dafür genommen. Ja, du kommst noch raus aus Nordkorea. Und die Urlaub nach Russland. Die internationalen humanitären Gesellschaften haben dies als eine moderne Sklaventreiberei beschrieben. Ja, aber wenn hier Gündogan und Özil
mit Erdogan posieren. Das geht gar nicht. Nee, das darf, geht gar nicht. Aber ne, der artige DFB fährt schön nach Russland, dann nach Katar in 4 Jahren. Ja. Das geht natürlich. Das ist ja vollkommen aber okay. Ein paar Leute Ende 20. Ja. Nee. Also die sollte man. Wurden auch gestern ausgepfiffen tatsächlich beim Spiel. Ist kein Scherz. Also okay. Nur mal um die Doppelmoral. Ja. Bei den Bauten, wo hauptsächlich nordkoreanische Arbeiter halt tätig waren. Und das konnte der Staat, beziehungsweise die Presse, da halt die kontrolliert wird vom Staat, auch nicht mehr drosseln, sind nach offiziellen Angaben 17 Menschen gestorben bis jetzt. Und laut UN-Sicherheitsrat werden die Gelder der nordkoreanischen Arbeitern fast zu 100% zwangsabgeführt im eigenen Land, also in Nordkorea. Und diese Gelder werden genutzt für Nuklear- und Raketenprogramme, um diese zu finanzieren. Da ist doch was. Ja, ist doch. Ich meine, da wird das Geld mal sinnvoll eingesetzt. Ansonsten hast du so ein Stadion, das wird für die WM gebaut. Und danach? Wie so viele Stadien, das in Südafrika zum Beispiel, da wurden ja viele für die WM gebaut, um halt diese Begeisterung aufzunehmen. Ja. Und oft sind ja Olympische Spiele oder so eine Großveranstaltung so ein wirtschaftlicher Boost für so ein Land. Und dann hast du halt so Länder wie Brasilien, denen tut das wirtschaftlich gut. Die können aber die Stadien auch danach weiter nutzen, weil die Stadien halt voll kriegen. Brasilien ist ja auch ein Fußballland, hat auch eine große Vereinskultur. In Südafrika zum Beispiel stehen viele Stadien einfach leer, werden irgendwie so ein bisschen zweckentfremdet für Rugby, für Multifunktionsarenen. Das geht ja Konzerte drin. In dem einen Stadion kannst du so Zipline fahren. Ich weiß gar nicht gerade, wo das ist. Zipline fahren? Na, hängst dich in so eine Zipline an und fährst dann von der Tribüne runter. Ist so ein Eventstadion dann oder was? Ja, ist das, so kann man so, das kannst du tagsüber machen, ja. Das ist ja geil. Das Stadion tagsüber ein bisschen. Ist da, ne, das sind wahrscheinlich die Kameradrahtseile, die dann genutzt werden. Für die Spider-Cam. Genau. Ja, aber ich meine, das tut natürlich nicht jedem Land gut, in solcher Masse solch große Stadien zu produzieren. In Deutschland wäre das wirklich kein Problem. Weil die Vereine sowieso sehr gute Stadien haben oder England zum Beispiel auch. Du hast sowieso Stadien, die eigentlich schon von der WM bereit sind und dann baust du die vielleicht speziell dafür um. Naja, oder, wir genau, wollen ja hier auch viel. Genau, aber das ist in solchen Ländern halt kein Problem, weil die ja trotzdem weiterhin ausgelastet werden. Ja. In Russland gibt es ein paar große Vereine, aber ich wage zu behaupten, dass es nicht alle Stadien danach sinnvoll so weitergenutzt werden können. Oder vielleicht als Gulag für die nordkoreanischen Arbeiter. Das mal als halt Anregung für unsere russischen Zuhörer. So krass halt einfach so. Also, dass da halt auch mindestens 17 Menschen dabei gestorben sind. Dass die pervers bezahlt werden, dass die schlimme Arbeitszeiten haben, dass der ganze Arbeitsalltag wurde halt auch unter aller Menschenwürde beschrieben. Und aber das wurde ja nicht zum großen Streitthema in den deutschen Medien. Ja, also ich wage zu behaupten, daran liegt es nicht, dass die WM-Begeisterung so niedrig ist. Nee, ich meine, aber es ist halt so ein Kritikpunkt. Es gab ja, halt auch in der, es gab halt auch in der Bundesregierung, gab es halt von CDU, SPD, Grünen und Linken Seiten halt auch vehemente halt Kritik, aber die ist dann halt auch immer so ein bisschen abgehebt und verschwunden, weil grundlegend ist halt Deutschland ein Fußball genauso wie ein Autostaat. Ja. Und da sind halt, egal wie bestialisch schlimm irgendwas passiert, ist es im Endeffekt so, ja, aber wir sind es ja dennoch. Also es ändert ja nicht die Tatsache, dass wir halt ein Fußballland sind. Und denkst du auch so... Das ist, ja, vielleicht, aber dann gerade muss man halt als Fußballland in der FIFA dann eventuell auch mal den Druck machen, eine WM dann nicht an solche Länder zu vergeben. Ja, aber ich meine, wenn die Organisation FIFA selber an sich halt auch schon fragwürdige Politik das fährt... Die FIFA, dann so, die FIFA ist natürlich das Problem, aber eigentlich müsste man die halt steuern. Dass du dann halt einfach sagst, oder wie bei den Olympischen Spielen, bei den letzten, Russland darf halt nicht als Nation antreten. Ja. So, dass man sowas halt dann als Konsequenz hat, man gesagt, oder natürlich hätte die WM nie nach Russland oder nach Katar vergeben werden dürfen. Ja. Also ich meine, das ist ja auch nicht im Interesse der Fans. Natürlich ist es halt ganz schön, wenn sie mal in Europa, mal in Asien, mal in Südamerika ist, dass die Fans jeweils nicht so weit reisen müssen. Das haben sie ja mit Russland kombiniert. Europa und Asien. Das ist schön. Ja, das ist für jeden ein absoluter Albtraum, da hinzukommen. Naja, also ich meine, klar, also du hast wahrscheinlich recht, dass das nicht der Grund ist, warum das halt so eine Flaute ist. Es ist halt einfach, finde ich, ein bestialischer Fakt, also wenn du das so hörst. Es ist natürlich einfach immer generell so ein bitterer Nachgeschmack, wenn man hört, WM in Russland. Ja. Also ich meine, generell Fußball-WM in Russland, weil die meisten Fußball-WM-Austragungsländer sind ja große Fußballnationen gewesen. Mhm. Entweder das oder zumindest aufstrebende Fußballnationen oder Nationen, die halt zumindest die Stimmung tragen können. Mhm. Und oder zumindest die Kapazitäten haben, nebenbei auch noch ein schönes Urlaubsland zu sein.
Und dann hast du halt. Ach, ja, ich meine, genau. Und ansonsten hast du halt so, wir waren die, in Deutschland, es war eine WM in Brasilien, in Argentinien, in Frankreich, in Russland. Ja. Ja, wir starten, ich weiß nicht, ich habe mir die ganzen Gruppen jetzt mal nicht gegeben, nur so am Rande, wir starten in der Gruppe F. Wusste ich halt nicht, dass wir mit Mexiko, Schweden und Südkorea da abgehen. Da hatte ich neulich mal was drüber geschrieben, ja. Das okay. Ist alles eigentlich vollkommen irrelevante Vorrundengegner. Ja. Das ist auch wieder nur so ein, also ich meine, die Vorrunde ist ja generell nicht spannend, weil Deutschland in der Regel im ersten Topf gesetzt ist, als Gruppenkopf. Also die Mannschaften werden ja nach ihrer Qualität aufgeteilt. Mhm. Das ist, also es kann halt keine Vorrundengruppe geben, die Deutschland, Frankreich, Argentinien, Brasilien lautet. Aber ich dachte, Mexiko wäre auch was Gutes. Ja, aber nicht, die sind nicht im gleichen Topf, im Topf A. Okay. Also die sind nicht, werden nicht der ersten Qualität zugeordnet. Manchmal gibt es dann so ein paar... Also es ist in jedem Topf, weil genau, es gibt einen, es gibt einen gesetzten... Genau, ja, genau. Ränge oder so. Ja, einen gesetzten Gruppenkopf. Sagt, die kacken eh ab, die letzten ja, genau. Ich meine, wie gesagt, es gibt halt auch Überraschungen, weil ansonsten hättest du dann eventuell wirklich eine absolute Gurkengruppe und da würden halt zwei Gurkenmannschaften sich irgendwie weiter poltern. Also es wird gar nicht freigemischt. Nein, es wird nicht freigemischt. Der Gastgeber kann nicht mit dem Weltmeister in einem... Also es werden halt immer nur die einzelnen Stärken halt gemischt. Genau, also die sieben stärksten Mannschaften und der Gastgeber sind gesetzt als die Gruppenköpfe. Okay. Ja, die Gruppe ist unbeeindruckend. Ich glaube irgendwie, Deutschland hat... Ich habe neulich was darüber geschrieben, wie gesagt. Also ich habe es jetzt nicht alles so genau im Kopf, aber Deutschland hat, glaube ich, in der Länderspielgeschichte von allen Spielen gegen all diese drei Mannschaften, Mexiko, Schweden, Südkorea, zwei Spiele verloren. Und alle anderen entweder gewonnen oder unentschieden gespielt. Deutschland ist noch nie aus einer WM-Vorrunde ausgeschieden, auch wenn sie jetzt 2-1 gegen Österreich verloren haben. Also ein bisschen irrelevant. Ja. Aber das ist, also die Vorrunde ist nicht besonders spannend. Ich glaube, es gibt generell so ein paar, also ein paar Überraschungen auch. Italien ist ja zum Beispiel dieses Jahr nicht dabei. Italien hat sich nicht qualifiziert. Italien musste in die Relegation gegen Schweden, hat gegen Schweden verloren. Schweden ist dabei. Krass. Krass. Das ist halt, Niederlande sind, glaube ich, wieder nicht dabei. Weiß ich jetzt auch nicht. Ganz genau, ja. Die ich habe die jetzt vorhin alle nicht, weil ich das die haben es in den letzten Malen schon, die haben es schon ein paar Mal verpasst jetzt. Okay. Also ist jetzt auch, manchmal hat man aber trotzdem so ein, ne, so einen kleinen, zumindest emotionalen Kracher in der Vorrunde, dass man, das wie 2006 in Deutschland, wo es halt Deutschland und Polen in der Vorgruppe war. Mhm. Wo du dann sagst, okay, ist jetzt nicht die riesen Fußballrivalität, aber sind halt Nachbarländer. Mhm. Das ist halt immer dann ganz schön, oder das Spiel zu sehen, aber das ist halt alles so ein bisschen, ja. Du bist aber auch jetzt gar nicht so angefixt, oder? Also ich meine, wenn wir uns mal so unterhalten haben die letzten Wochen. Nee, überhaupt nicht. Was ist bei dir denn das Persönliche, wo du sagst von wegen, ja, das könntest du rausziehen? Weil bei mir war es halt, glaube ich, immer so eine Ansteckung durch die Gruppe. So, aber wenn ich um mich herum... Es fällt mir jetzt ehrlich gesagt auch schwer, mir vorzustellen, mich dann alle drei Tage in eine Bar zu setzen, ein paar Bier zu trinken, mir da ein Fußballspiel anzusehen. Ja, aber gut, das ist das gleiche Prinzip wie letztes Mal auch. Ja, eben, aber das fällt mir gerade schwer, mich da irgendwie, ich habe da gerade null Ambition zu. Aber ich meine, ich glaube, es wäre komischer oder es wird schwerer sein, wenn du um dich herum generell so eine komplette WM-Begeisterung spüren würdest. Also jetzt sagen wir mal in der Stadt oder so. Ja, dass du rumgehst und siehst halt überall irgendwelche Banner und obwohl natürlich die ganzen Lokalität es machen müssen. Die verdienen ja dann meist eine Scheiße viel Geld mit irgendwelchen Public-Viewing-Scheiß und sagen, alle Spiele da. Ja, klar, also die zum Beispiel Simon-Dachstraße, die wird richtig eklig das, wieder das halt voll. Panenka macht das auch. Ja, also klar. Übrigens, und, das machen also die halt in Panenka, glaube ich, kann es sogar ganz entspannt werden, wenn es halt nicht, das war ja in der Wilden 13, haben wir da auch mal ein Länderspiel geschaut, ne? Wo es halt auch ein bisschen, wo die Atmosphäre entspannter ist, die Nationalhymne wird nicht mitgespielt und dann einfach danach. Steht keiner auf und zieht sie mit. Ist, weißt du, das ist also alles super entspannt, wie die Spieler der deutschen Nationalmannschaft einfach sitzen bleiben, nicht mitsingen. Also, was ich lustig fand damals, was war das, als ich noch gearbeitet habe, das könnte ja noch eine WM gewesen sein, oder? Im Royal. Auf jeden Fall, wenn man da halt dann gearbeitet hat. Muss die WM 2014 gewesen sein. Ja, dann wenn man halt schon nachmittags gearbeitet hat, weil dann halt, weiß nicht, 15:30 die ersten Spiele losgingen und dann halt so drei Leute drinnen saßen und haben sich das angeguckt so. Dann hast du halt einfach so, keine Ahnung, so Südkorea gegen Polen gehabt oder so. Und das waren dann manchmal voll die interessanten Spiele und auch viel, viel spannender zu schauen, weil du halt einfach nicht so eine Masse an Begeisterung und Erwartung hattest, sondern so fünf Leute, die sagen, vielleicht. Und halt oft dann Teams auf einem Niveau. Genau. So. Das wird ja, also ich meine, die WM wird natürlich, wird die dann irgendwann ab dem Viertel- und Halbfinale richtig interessant, wenn dann wirklich
qualitativ super hochwertige Mannschaften auf extrem hohem Niveau aufeinandertreffen. Ja. Also das ist ja dann wirklich von der Qualität her fast Champions League, aber halt im Dreitagesrhythmus. Wie sind denn für die zum Beispiel die, da habe ich mich gar nicht drum gekümmert, ist mir gerade jetzt eingefallen, wie ist denn so das Wetter in Russland in den Ich glaube, es ist mild bis warm. Okay, also total ideal für die meisten. Ja. Ich weiß also nicht, ich habe jetzt ein paar Bilder gesehen von Extra 3, wo sie es aus dem Trainingslager der Deutschen gezeigt haben. Ja. Wo es halt einfach nach so einem sonnigen Tag aussah und alle liefen in T-Shirts rum und es sah so nach 20 Grad aus. Weil ich ja auch gehört habe, dass halt im Sommer, genauso wie bei uns in Russland, halt auch einfach mal 30, 35 Grad werden können. So. Also je nach Region. Ja, kann so. Sicherlich, ja. So, ja. Weiß ich, Moskau, glaube ich, keine Ahnung. Ja, ich habe dann so ein paar bekloppte Sachen am Rande. Zum Beispiel ist das die erste WM mit Videobeweis. Gab es vorher noch nie. Dafür gibt es 13 VAR-Schiedsrichter. Also VHS, das heißt VHS. VA, nicht H. Ich glaube, Video Analytics Referees oder sowas nennen die sich. Und pro Spiel werden da, gibt es einen 14.000 Rubel verschoben. Gibt es ein VAR-Team von vier Schiedsrichtern, ein VAR-Schiedsrichter mit drei Assistenten jeweils. Und die sind halt einfach nur am Monitor vor allen Dingen. Am Monitor. Money. Und insgesamt gibt es 36 ganz normale Schiedsrichter in der WM mit 63 Assistenten, Schiedsrichterassistenten. Dazu zählen wahrscheinlich die ganzen Linienrichter, ne? Das sind ja, genau, das sind die heißen Schiedsrichterassistenten. Offiziell, ja. Okay. Also jeder hat zwei, die an der Linie sind. Ja. Früher hat man Linienrichter gesagt, jetzt aus irgendwelchen Gründen Schiedsrichterassistenten seit ein paar Jahren und dann einen vierten Offiziellen, der beim Trainer steht. Ich habe nur gedacht, durch diese Videobeweissache ist das bestimmt die erste WM, die sich halt tierisch zieht, weil es halt in jedem Spiel, also fast in jedem Spiel um was geht. Na, es geht ja, aber es geht ja schnell. Also das ist. Na, ich meine, aber das heißt ja, nach jeder Dings sagt er halt Stopp und sagt nicht von wegen hier, das war, sondern sagt, ich funk mal kurz. Nee, das ist, ich glaube, es ist, die dürfen nur bei Tor oder nicht Tor eingreifen. Nee, also ich habe gelesen, die können auch bei groben Fouls? Abseitsentscheidungen und so einen Scheiß halt. Also, beziehungsweise auch bei Spielerverwechslungen. Also wenn sie halt dann irgendwie sowas haben von wegen, ich glaube, der war es so. Ja. Und, Aber in der Bundesliga geht es aber vergleichsweise schnell. Also ich glaube, das sollte nicht so ein Zeitfaktor werden. Aber das ist doch schon so, dass der das auf dem Platz funkt und jetzt nicht irgendwie am Rand sagt, ich schaue nochmal rein. Der andere Assistent, beziehungsweise andere Schiedsrichter, bringt ihm das Nokia 6310. Genau, der funkt dann halt und sagt, meine drei Kollegen haben das erzählt, bla bla. Ja, dazu kommt dann, das ist auch noch die erste WM in 4K bzw. Ultra HD Cam ist. Nice. Und ich dachte, ach du Scheiße, da kommen dann halt zu dem Spiel nämlich 37 Kameras sind pro Spiel auf diesem alten grünen Platz gerichtet. Davon sind 8 Ultra HD Kameras bei jedem Spiel. Zudem, was ich total bescheuert finde, werden die Spiele in VR bzw. für die VR-Brille und als 360-Grad-Video zur Verfügung stehen. Da kotzt du mit deinem 3-Liter Bier an den Rand des Sofas setzen, dann guckst du auf deinen Couchtisch, als ob du ins Stadion-Panorama schaust. Da habe ich gedacht, der Knaller wäre doch, wenn es irgendwelche bescheuerten Hipster-Bars in Berlin gäbe, die leihweise VR-Brillen im Public-Viewing-Modus halt austeilen, dass halt so 20 VR-Freaks dann da sitzen, voll Hacke mit der Brille, denen ist permanent nur schlecht und die sehen das Spiel mit VR-Brille und das Geschrei um mir, das ist doch, glaube ich, ein Erlebnis, das machst du nie wieder in deinem Leben. Das kann das Gehirn auch nicht verarbeiten. Aber die schließt dann auch ab, die VR-Brille. Also wenn du die einmal runtergemacht hast, dann ist sie auch erstmal für die Halbzeit da. Du zahlst für eine Halbzeit. Übrigens, da kann ich dir mal empfehlen, auf Netflix die Dokumentation Evil Genius. Ich hatte mir davon erzählt, dass in den USA ist jemand mit einer Bombe um den Kragen in eine Bank gegangen. Ach, war das dieser Pizzatyp? Ja, genau, The Collar Bomb heißt. Und da gibt es halt jetzt so eine vierteilige Doku über die Hintergründe und die Personen. Ich habe gehört, die soll gut sein. Die Doku ist normal, aber der Fall ist halt einfach... Ja, oder deswegen, ne? Also, die Doku macht jetzt nichts ganz besonders, aber es ist, der Fall ist halt einfach, die Leute sind alle so verrückt, es ist alles so... vollkommen wahnsinnig und gleichzeitig so dumm. Und wie schlägst du da die Brücke zu den VR-Brillen im Public Viewing Modus? Die zuschnappen, wenn du sie aufsetzt und du kannst sie nicht mehr abnehmen. Und das hat die auch... Genau, so war die Bombe an ihm festgemacht. Ach so, die haben ihm die Bombe gegeben und klack. Was für ein... Oh Gott.
Sicher, dass dein Schleim nicht schon irgendwie im Kleinhirn sitzt? Was für eine ein Brücke. Ein Fluss aus Schleim. Er schleimte mich voll. Ist ja großartig. Heb was für mich auf. Ja, dann haben wir natürlich noch unser eigenes Land, was da so ein bisschen das Ganze präsentiert. Also im Land wird das natürlich auf ARD und ZDF ausgestrahlt. Die Rechte daran hat... Aderski und ZDFovic, meinst du? Genau. Die Rechte daran hat sich, die AfD. Haben sich ARD und ZDF natürlich erkaufen müssen und haben offiziell nach mehreren Anfragen kein Statement dazu gegeben, wie teuer es denn war. Komm, Dirk, ich habe mich wieder der Zoll angeschrieben, weil ich noch nicht bezahlt habe. Ah, okay. Mein Tipp, mein Tipp dazu, ein Teil zahlen. Also wenn, weil Klaus und ich nerven ja gerne, also wir nutzen halt alle rechtlichen Mittel aus. Ja, beim Zoll ist es schon zu spät dann, leider. Ich habe das, glaube ich, auch echt, einmal gemacht. Echt, du hast dem Zoll nur einen Teil bezahlt? Naja, weil es dann heißt von wegen, dann ist das Verfahren schon wieder... Ja, großartig. Und dann hatte ich... Aber nee, warte, Zoll ist der gelbe Brief, ne? Ja. Oh nee, den hatte ich nicht... Nee, Quatsch. Vorher gibt es ja den Festsetzungsbescheid. Ja, genau, den. Auf den reagiere ich immer und zahle einen Teil. Ja. Weil dann bist du wieder auf Null in deren System, also beziehungsweise zurückgeworfen und dann kriegst du nach 3 Monaten wieder, hier, was ist da los? So, ach, zahl mal einen Teil. Weil, aber okay, Zoll ist dann natürlich die komplette Ignoranz von Klaus für ein halbes Jahr oder ein Jahr? Das weiß ich nicht. Ich habe jetzt so lange die Briefe ignoriert, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, wie viel hast du denn jetzt zu zahlen? Ach nee, das ist gar nicht so viel dieses Mal, 178 Euro. Ne, da einfach durch 18,50 Euro oder was sind das monatlich? 17,90 Euro, glaube ich. Sind da eigentlich irgendwelche Mahngebühren drin? Ne? Nee. Okay, ich glaube, die schreiben sie immer nur in ihre Briefe. Genau. Achso, der Zoll sagt einfach, was wirklich offen ist. Ja. Weil bei den Festsetzungsbescheiden von hier blabla, da heißt es ja von wegen plus Mahngebühren, auf die reagiere ich ja gar nicht. Also ich gucke immer, was ich denn... Ja, die Mahngebühren. Das ist halt, weil das müssten sie ja dann irgendwie, glaube ich, per Einwurf oder beziehungsweise richtig unterschrieb. Ja, genau. Blabla, genau. Und selbst da, also dann müssten sie dich vor Gericht zitieren, um die Mahngebühren zu zahlen. Okay. Ja. Ein Blödsinn. Ja. Jedenfalls hat der Spiegel recherchiert, was ARD und ZDF nicht kommentiert oder dementiert haben. Und zwar, ich frage einfach mal, was glaubst du eigentlich, lässt sich ARD und ZDF das Ding den kosten? Was übertragen ARD und ZDF alle Spiele, weißt du das? Ja. Alle. Wieder. Okay, weil davor hatten RTL auch mal ein Spiel. Also es stehen nur ARD und ZDF drin. 28 Millionen. Nee, viel zu wenig, ne? Viel zu wenig. 280 Millionen. Ach, das ist ein bisschen zu viel. 222 Millionen. Das ist dicht dran. Das sind 218 Millionen. Aber die haben immer noch, nicht zu vergessen, 21 Milliarden auf der Bank und sagen, das brauchen sie für schlechte Zeiten. Ja, wenn du 21 Milliarden auf der Bank hättest, würdest du dich auch nicht drum kümmern, wenn du mal einen Satz Bio-Eier für 120 Millionen kaufst. Und das Geile ist ja, das größte Argument für diese bizarren Zahlungen, also die Zwangsgebühr, die wir monatlich zahlen dürfen, ist keine Zwangsgebühr, ist ja eine Fußball-WM. Das ist das größte Argument. Ja, was, wenn jetzt ein Spiel ausfällt? Dann haben wir mehrere Millionen Schaden. So um die, ich glaube, was haben gesagt? 20 Millionen kostet ein Spiel, wenn das ausfällt, die Ersatz... Ja, aber was wäre, wenn es bei den Privaten liefe? Würde auch keinen interessieren. Oder wenn es halt nur bei Sky wäre. Und also, du weißt auch, dass die 21 Milliarden ja nicht im Keller liegen und ruhen. Mit denen wird ja gearbeitet. Das ist halt ja auch übrigens, da berührt niemals jemand im Leben den Fußboden. Da wird niemals jemand fallen können. Und also, egal. Naja, ich hab jetzt auch noch was, was ich neulich gelesen habe in der Berliner Zeitung, was auch ein Grund dafür sein könnte. Ja, das finde ich gut. Weil sich tatsächlich die Stimmung auch ein bisschen gewandelt hat. Ab 2006 hieß es ja wieder, in Deutschland, wir haben jetzt wieder Worte wie Patriotismus positiv besetzt. Und können jetzt auch wieder als Nation irgendwie schwarz-rot-goldene Flaggen durch die Straßen wehen. Und das hat sich durch die AfD in den letzten Jahren verändert. Oh. Und es war ja gerade letzte Woche eine Demo von der AfD in der Stadt. Und dann auf der anderen Seite die Gegendemo. Und auf der Gegendemo, die halt viel größer war, irgendwie Regenbogenflaggen und Alufolie. Und auf die AfD-Demo ist halt voll mit schwarz-rot-goldenen Flaggen. Mhm. Und die Frage ist, ob man halt damit als normal denkender Bürger, der kein Korallenschwamm ist, noch so assoziiert werden möchte. Das ist total gut. Das nennt man in der Psychologie, glaube ich, negativer Verstärker. Du hast halt einfach so ein Negativbild, wo du dich so gegenstellst, dass du es halt definitiv anders machst. Also dass das als Modell funktioniert, sondern als Antimodell. Und das war halt echt vor 12 Jahren anders. Da sind die Leute halt einfach mit schwarz-rot-gold angemalten Gesichtern
ist mir, glaube ich, auch einmal passiert. Ja, durch die Gegend, ja, und im Trikot und laut jubelnd und Fahne schwenkend, genau. Und die Zeiten sind jetzt vorbei. Vollkommen. Also auch alleine halt irgendwie so ein Trikot oder sowas würde ich, weiß ich, mir klemmen. Und es hat jetzt tatsächlich einfach auch einen bitteren Nachgeschmack, wenn man im Stadion in einer Bar sitzt und halt so den typischen Spielgesang als Fan dann zu einem DFB-Spiel. Deutschland! Ja. Deutschland! Und es ist, sofort klingt man wie eine AfD-Demo. Voll. Also das ist halt echt krass, also weil es, glaube ich, auch ewig brauchte halt um so eine Beruhigung beziehungsweise in manchen Köpfen so eine Befreiung. Also ich glaube, manche haben das immer genutzt. Ich glaube, manche haben das halt auch so frei und fanden das super, dass sie sich da halt komplett Deutschland einnageln konnten. Bloß jetzt, ja, wie du sagst, ist es halt, aber das ist ein interessanter Fakt, weil das ist ja halt auch schade eigentlich ein bisschen, dass das halt so... Und das war ja tatsächlich, also das, was die... AfD, so ähnlich, ich weiß gar nicht mehr, wie die AfD es formuliert, aber irgendwas wie Bierhoff hatte das mal in einem Interview wirklich so 2006 gesagt oder so. Wir müssen und wollen Patriotismus wieder positiv besetzen. Aber ich meine, es ist aus einem anderen Kontext. Ja, aber das ist... Halt, und jetzt greift die AfD halt auch solche Phrasen, oder seit ein paar Jahren greift die AfD halt solche Phrasen auf. Ja. Da fällt mir ein, ich habe vorhin gehört, dass in der SPD irgendwie in NRW, wer ist denn die Vorstandsvorsitzende? Wie heißt sie denn? SPD, NRW. Die Wahl verloren hat. Ja, genau. Die meinte von wegen, die hat halt irgendwie so ein Ding rausgehauen, von wegen, Deutschland kann halt auf lange Sicht keine Flüchtlinge in dieser Maße mehr aufnehmen. Da müssen wir halt auch mal zusehen, dass das fertig ist. Und dass sie jetzt so ein bisschen populistisch aktiv, so auch wie die CDU halt in die AfD-Richtung geht. Und da gab es halt irgendwie einen Kommentar von, wie heißt der, ist ein Wissenschaftler oder sowas? Also Nacht zum Eins auch noch, der sehr bekannt ist für trocken und rational und meinte einfach nur, mach den Laden zu, SPD macht den Laden zu. Also ich meine, da haben sie ja auch mit Martin Schulz mitgekriegt, dass dieses Springen auf irgendwelchen Stimmungen und sowas, dass das überhaupt nicht funktioniert. Wenn man dann schon so am Abkacken ist, noch solche Dinge rauskommt, ist da irgendwann echt die Frage, also eigene Reihen sagen auch schon, ey, jetzt ist echt zappenduster, also jetzt echt langsam Feierabend. Aber das finde ich echt ein interessanter Punkt. Also dass die halt einfach, und du weißt ganz genau, dass das auch dann in dem Moment wird dann für ein paar Wochen so ein Befreiungsschlag für die ganzen AfDler, wenn die dann halt komplett in Schwarz-Rot-Gold sich dann halt dieses besoffene Deutschland gegründet haben. Also in der Berliner Zeitung war halt irgendwie tatsächlich auch einfach zwei Bilder von einmal der AfD-Demo und der Fanmeile am Brandenburger Tor. Ja. Und das sieht halt einfach von weitem recht ähnlich aus. Ja, voll. Ja. Und ja, ich glaube, und deswegen meine ich ja, das hat wirklich auch durchaus einen Einflussfaktor darauf, dass sich die Begeisterung ein bisschen zurückhält. Ja, stimmt. Ja. Kann ich verstehen. Es gibt dann halt diese zwei Sender, die sich dann die WM geben, beziehungsweise das dann präsentieren mit den alten Moderations- oder vielleicht neuen Moderationspärchen. Ich weiß es gar nicht mehr. Also eins kannte ich jetzt nicht. Das bei ARD sind im Hauptstudio. Ich weiß nicht, wie was ist. Ob das Mainz ist ZDF, ne? Mainz ist ZDF. Und ARD ist. Ist das Berlin? Nein. Bonn? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls. Sagen wir einfach Bonn. Das Alexander Bommes, bekannt aus. Bommes Schranke. Gefragt, gejagt und NDR Talkshow. Nie gehört. Und Matthias Optenhöfel. Ah, die Mutter Teresa des deutschen Quizfernsehens. Genau. Ja. Möchtest du noch raten, wer da bei ARD die Experten sind? Die Experten. ARD, ne? Ich glaube, okay, ich weiß es nicht, Oliver Kahn wahrscheinlich? Nein, ARD. Das war okay, dann Mehmet Scholl? Nope. Warte, ich denke mir jetzt, wie ist der Kasala-Typ? Ach du Scheiße. Thorsten Legert. Nee, es ist Hitzelsberger, okay. Kunz und Wolf. Und dann gibt es dieses Außenstudio wie letztes Mal wieder am Tegernsee. Weil dieses BM-Studio? Nee, die haben so eine große Plattform direkt am Tegernsee. Ja, natürlich. Die sonst für Opernvorstellungen reserviert ist. Wo dann die Moderatoren halt immer diese Rotbräune hatten, so fast am Platzen. Und da ist eine Jessie Wellmer Moderatorin. Oder Jessie klingt so, kann aber auch natürlich ein Mann sein. Und der Experte ist da Philipp Lahm, falls die Kamera ihn einfängt. Nice, das Kamerakind. Genau, und abends auf ARD moderiert dann, und das ist mal eine richtig Assi-Kombo, Micky Beisenherz, das ist der Macher Dschungelcamp. Ja, ich weiß. Und Jörg Thaddäus, dem Speichellecker der CDU.
Nice. Das ist doch eine Kombo. Und die moderieren jeden Abend live von der Reeperbahn aus Hamburg. Hallo. Ja, ZDF macht wieder die alte Geschichte wie beim letzten Mal. Die Olli-Kombo ist wieder am Start. Olli Welke mit Olli Kahn als Experte. Ja, finde ich auch beide nur so mäßig unterhaltsam, ehrlich gesagt. Und dann ist halt noch, kennst du Holger Stanislawski? Der alte Schauspiel. Guru. Genau, das war auch mal ein Holger Gedanke. Stanislawski war früher Trainer vom FC St. Pauli. Okay, dann kennst du ihn. War danach Trainer vom FC Hoffenheim. TSG Hoffenheim, kurzfristig. Okay. Wurde entlassen und führt seitdem einen Supermarkt in Hamburg. Ist kein Scherz. Der führt einen Rewe-Markt in Hamburg. Hörst du den Hund? Ja. Okay. Hast du die Tür zugemacht hinter dir? Weiß nicht. Ja, aber scheinbar ist er jetzt auch wieder TV-Experte. Ja, der ist ganz lustig. Und kennst du Urs Meier? Das ist doch der Schiedsrichter, oder? Ach, der, den kenne ich auch. Ist das nicht Österreicher oder so? Schweizer. Der bekannt dafür wurde, dass er Ballack im Halbfinale der WM 2002 die gelbe Karte gezeigt hat. Okay, der ist auch wieder dabei. Deswegen Ballack nicht mitgespielt im Finale. Ja, genau. Der gehört ja auch so zur Stammbesetzung. Heißer Funfact noch: kennst du das Maskottchen der WM? Ein voller Geldkoffer? Ja, getragen vom Maskottchen Pluto, der Plutoniumhund. Zabivaka. Oder Zabivaka. Und das ist ein Wolf im Trikot Schafsbild. Mit einer Sonnenbrille auf der Stirn. Stirn? Ja. Und Zabivaka heißt übersetzt der Torschütze. Und hat sich in einem Gremium durchgesetzt, der Wolf gegen einen Tiger und einen Kater. Wow. Wie heißt der WM-Ball dieses Jahr? Botrovnik. Nein, ist es ja nicht, dass Russland den Ball auch baut. Trojanov. Tetris. Ist das hier schon Rassismus? Warte, wie heißt der WM-Ball? In Rio hieß er, glaube ich, Samba oder so. Bestimmt, dann heißt er jetzt Fuerteventura. Es ist der Telstar 18. Und er lehnt sich an den Adidas WM-Ball von 1970 ab. Sehr gut. Okay. Ja. Das finde ich wiederum ist ein interessanter Fakt, dass sich an den WM-Ball von 1970 anlehnt, weil alle Trikots sehen gerade aus wie aus den 90ern. Mhm. Okay, also du meinst, sie hätten sich in einem Die ganzen WM-Trikots, aber ich bin mir sicher, den Telstar, wahrscheinlich gab es schon in den 90ern eine Anlehnung an den alten Telstar. Also ich glaube, das ist einfach nur der Weiße mit den ganz klaren schwarzen Achtecken drauf. Ich finde, Telstar klingt halt einfach wie so ein Sputnik, wie so ein Satellit. Ich weiß nicht, ob der nicht damals auch eingeführt wurde, weil er im Farbfernsehen besser zur Geltung kommt. Mm. Oder irgendwie sowas. Okay. Aber die Trikots sind diese WM auch unerträglich. Also es gibt ja manchmal so Sachen, wir tragen auch viel Sportkleidung. Auch viel Scheiße. Also ich glaube, ich habe Sachen, wo ich sage, die sind richtig aber schön. Aber da guckt man halt manchmal hin und denkt so, ja doch, das sieht man nach einem guten Trikot aus. Ja. Und dieses Jahr ist alles also ganz so fein eingewobene oder gedruckte Muster auf den Trikots und so ganz verwobene geometrische Formen. Das ist alles echt unschön. Das ist echt... Ich habe mich mit den Trikots auch gar nicht beschäftigt. Also das deutsche Trikot hat so diesen... Ich schleiche mich mal ganz kurz zum Tablet und dann halte ich dir das immer hoch. Oh, jetzt hat er es hängen geblieben. Galant wie eine Katze kommt er jetzt wieder zurückgesprungen. Ah, so. So machen die Katzen. Yeah. Ja. Zeigst jetzt ein Bild unseren Zuhörern? Da steht uns noch nicht. Zeig dir ein Bild und du kannst dann live darauf reagieren. Ich bin gespannt. Jetzt fummelt er gerade in seinem 580 Euro. Auf YouPorn gibt es gar nicht so viele Treffer dafür. Tablet. Was er sich mal nebenbei geholt hat. Das sieht voll 90er aus. Ja, ne? Also in den 90ern war es halt schwarz-rot-gold und jetzt ist halt so schwarz-grau. Also sind diese komischen, helleres Grau. Diagonalen. Also die Muster, wie das halt so in dieses komischen Schwünge. Also wie so ein waagerechter Strich und so ein eckiges Nike-Zeichen dran. Ja, warte, das Auswärtstrikot, ich weiß gar nicht, ob du das sehen kannst auf die Distanz. Ja. Das hat halt auch diese komischen, das also ohne diese Muster sähe das nicht schlecht aus. Blätter im Hintergrund? Ja, das weiß ich. Ein bisschen tarnig. Sieht so ein bisschen aus, wenn man es knöpfen könnte, wären es diese 50er Jahre Hawaii-Hemden. Sieht so ein bisschen aus wie ein 50er Jahre Hawaii-Hemd in verschiedenen Grüntönen. Ja, und die sind alle, es ist alles so ein. Ja. Ich finde hier noch ein paar, was. Ich kann ja nochmal was zu dem Punkt Doping sagen.
Es gab eine WDR-Doku, die hieß oder heißt Geheimsache Doping Showdown Russland. Und die hat vor einem Jahr, glaube ich, aufgedeckt. Ach du Scheiße, was ist das denn? Kroatien. Die sind Kroatien, ja geil. Das ist ein bisschen die kroatische Flagge und die fließt langsam ins Meer über nach oben ist hin. Ist ja nice. Ja, die Doku hat aufgedeckt, dass es wohl angeblich systematischen Doping in der Regierung... Das kann ich mir nicht vorstellen. ...Russlands gab. Das ging halt bis zum Nationaltrainer. Und die haben gleichzeitig natürlich auch Regierungen dafür Sorge getragen, dass das Ganze ein bisschen vertuscht wird, was dann aber leider doch nicht ganz so funktioniert hat. Jetzt sehe ich noch ein weiteres. Er zeigt mir die ganze Zeit irgendwelche Trikots. Ich suche nur das Worst of. Ja. Das ist Belgien. Schön. Okay. Das ist, so, das ist wirklich so ein Kinderschänder Ocker. Soll ich jetzt mal weiter erzählen? Ja, bitte. lustig war, es wurden 34 Doping-Tests an russischen Spielern für möglich positiv oder manipuliert befunden. Nach einem unabhängigen Sachverständiger, wenn man so will. Aber laut FIFA konnte kein Verstoß festgestellt werden. Dann kam heraus, dass diese Äußerung von FIFA getan wurde. Allerdings bevor Doping-Kontrollflaschen halt auf Manipulation überprüft wurden. Ja, also aber die haben halt davor konnte ja auch kein Verstoß festgestellt werden. Ich weiß gar nicht, was du hast. Oh, jetzt habe ich mir gerade schön die Ohrstütze. Ich mach das hier mal, hier machst du mal in Ruhe. Ja, ich meine, also bevor du die Probe nimmst, kannst du ja keinen Verstoß feststellen. Wo keine Anklage, da kein Verbrechen. Das ist doch einwandfrei argumentiert von der FIFA. Die hatten schon die Proben. Haben sie noch nicht ausgetrunken. Die Doping-Kontrollfläschchen wurden aber nicht auf Manipulation überprüft. Also es wurde wahrscheinlich erstmal überprüft, ob es Pipi ist, wie warm es ist, ob es menschliche Bestandteile hat, wie es schmeckt. Golden Shower kennt man ja. Aber das ist total geil. Wir haben die Proben. Dann ist alles in Ordnung. Haben Sie überprüft? Wir sagten, wir haben die Proben. Ja, aber haben Sie überprüft? Lalalala. Super. Ja, aber guck mal, wenn die Spieler gedopt werden, hätten die dann ihre Proben freiwillig abgegeben. Ja, das stimmt. Daraus resultiert. Denk an die Haarprobe von Christoph Daum. Aha. Das sieht auch immer fettiger aus, der Kollege. Ja. Daraus resultierten diverse Einreiseprobleme für Journalisten aus Deutschland. Mhm. Ganz voran steht der Hajo Seppelt, der ist nämlich der Doping-Experte beim SWR 3. Aufgrund, weil der halt tätig für diese Doku war, aufgrund dessen und seine ganzen Kollegen dürfen jetzt nicht mehr einreisen. Die hatten alle Visa? Ja, ist das Visa. Visa? Mehrzahl. Ja, ein Visum. Visa. Okay, die hatten halt alle Visa für die Einreise nach Russland und das wurde ihnen jetzt verwehrt und die sind jetzt offiziell auf der Liste unerwünschter Personen. Ja, völlig zu Recht. Ja, echt. Die können froh sein, wenn sie kein Plutonium im Sushi haben, wenn sich sowas rausnimmt. Wer unseren Sabi Waka nicht küsst, der hat ja auch nichts verloren. Ja. Das wäre ziemlich lässig, wenn der Wolf noch so eine Spritze im Arm stecken hätte. Eigentlich müsste der an der anderen Seite auch so ein kleines Hakenkreuz dran haben oder was. Denn passen wir auf, Russland hat ein kleines Rassismusproblem noch da drauf gelegt. Was? Doping und Rassismus? Ich glaube nicht, was du da über den Russen erzählst. Und zwar ist der russische Hooligan ist wohl eines der schlimmsten Hooligan-Vereinigungen, die die Welt je gesehen hat. Beispiel war das letzte Testspiel am 27.03.2018 in St. Petersburg. Da hat, glaube ich, Russland gegen Frankreich gespielt. Und da haben russische Hools in einer Masse von mehreren hundert bis tausend Affenlaute gegenüber den schwarzen französischen Spielern rausgehauen. Daraufhin wurde der russische Fußballverband verklagt. Die haben da irgendwie sich gegengewettert, kam aber nicht durch. Und die Strafe fiel mit 25.000 Euro echt klein aus, fand ich eigentlich so. Das wird maximal 4 Spiele ein Problem sein, weil Russland ziemlich schnell aus der WM rausfliegt. Naja, aber ich glaube, könnten die Hools dennoch aktiv werden. So, also. Ja, die finden schon irgendjemand anders, hinter denen sie sich oder auf den sie sich einschießen, ja. Und das ist auch gar nicht irgendwie dementiert. Offiziell russische Hools genießen Unterstützung der russischen Regierung. Ja, das sind wie die Motorradgang, die wissen, grauen Wölfe. Genau, ja. Und nach Angriffen 2016 bei der Europameisterschaft von russischen Hools haben diverse russische Politiker offiziell gesagt, beziehungsweise offiziell die Schlagkraft unserer russischen Hooligans gelobt. Das ist doch mal eine Stellungnahme dazu. Ja, vielleicht kann man die auch mal einfach in Urlaub in die Ukraine schicken. Alter Finne, ey.
Dann hatte ich noch so einen kleinen Funfact am Rande. Aus Gründen der Tradition sollen im Rostov am Don, das ist halt das, da steht das Rostov oder die Rostov-Arena, auch die Kosakenmiliz als Sicherheitskräfte eingesetzt werden. Die sind bekannt als die Wölfe der Hundertschaft. Schweizer Fernsehen bezeichnen sie als Schlägertrupp der Regierung. Mhm. Also die SA quasi. Genau. Ja, ist also ich meine, das ist alles ja, so sympathisch. Das ist, wie gesagt, ist, also da Gündogan und Özil auszupfeifen, ist absolut richtig reagiert. Ja. Ja. Bloß dann das war sehr unreflektiert von ihnen, sich mit Erdogan und nicht mit Putin zu treffen. Echt? Das ist total krass. Wenn du dir ja. Also, und ich habe mich nicht lange, ich habe mich eine Stunde mit beschäftigt und denkst so, Also das ist echt die Frage, ob du dir das überhaupt da was von geben willst, die Spiele. Ja, es gibt echt gute Gründe, diese WM tatsächlich auszusitzen oder nur zu Hause zu schauen oder nur im Live-Ticker oder. Ja, ich meine, du kriegst ja eh überall immer so mit, aber dass man halt da nicht so als das große Genussding. Mhm. Ich denke mal, es wird dann halt auch einfach problematisch, dass du bestimmt halt das, was du vorhin angesprochen hast, diesen Punkt, dass du halt in vielen Kneipen dann plötzlich halt diese komplette Schwarz-Rot-Gold-Vereinigung, die es das halt auch politisch nutzen in dem Moment halt hast und dann welche, die es vielleicht einfach so sehen wollen und dann sagen, okay, mein nächstes Spiel hier nicht. Ja, so, also, genau. Ich meine, du musst ja diesmal auch tatsächlich als Kneipe irgendwie dann, weil sonst war es ja auch, es war ja kein Problem, wenn die Kneipen irgendwie die Italiener hier in der Straße die Deutschlandflaggen rausgehängt haben. Ja, ja. Also das ist jetzt auch wieder so. Ja, also ich meine, wenn du da halt auch irgendwie in eine Kneipe bist, sage ich jetzt mal mit so einem großen Stammpublikum, dann musst du dich vor politisch voll positionieren, dass du sagst, von wegen, das ist jetzt hier kein Freifahrtschein, sich halt politisch hier total zu äußern, AfD-Pimmel rauszuhängen. Dann ist die Sache, ja, untersuch das mal. Also wenn jemand sagt von wegen, wieso, wir sind 10 Mann, wir sind halt schwarz-rot-gold angekleidet und wir schreien halt die ganze Zeit Deutschland ohne Ende, bis die Augen platzen. Weiß jetzt ja auch nicht, ob die halt einfach nur nicht frischer sind und finden das geil. Oder ob das halt gleich, weil das halt einfach so ein, aber ich glaube, man erkennt es sehr schnell, weil halt einfach das Bier wieder in rauen Mengen fließen wird. Mhm. Und dann wird vielleicht auch nicht mehr Deutschland gerufen, sondern vielleicht fliegt dann mal der Arm hoch oder so und dann hast du es schon. Aber dann wird es, glaube ich, richtig eklig, wenn du in der Kneipe bist und merkst halt von wegen, ein oder anderer ist dann halt, beziehungsweise ist dann, glaube ich, einfach so ein Stress, Schläger, Schlagmoment vorprogrammiert, wenn du halt auch besoffen bist und hast dann halt so einen Fascho neben dir, der dann plötzlich sein Gesicht zeigt, dass er dann auch nicht sagt, ist jetzt ein bisschen doof, wenn du das machst, so, könntest du das mal ein bisschen unterdrücken. Es wird echt alles nach Stress und ja, also ich weiß auch gar nicht, ob das, weil auch, es kann ja auch sein, dass jedes Journal, jede Zeitung, jede, ja, weiß nicht, irgendwelche. Naja, aber ich meine, aber ansonsten, man hat schon immer so einen kleinen Hype gemerkt, zumindest ab dem Moment, ab dem die Bundesliga-Saison vorbei ist. Ja, ich meine, ich glaube, was ich sagen wollte, ist, dass ganz viele Redaktionen, glaube ich, genau das auf dem Schirm haben und sagen, dieses Land und das ist jetzt so heikel. Und wenn wir jetzt halt sagen, en masse und stellen, so wie es sonst immer war, wir stellen das Land vor, die Leute, sonst, das wird diesmal auch passieren. Aber es wird wesentlich kleiner passieren, glaube ich, dass sie halt sagen, von wie gerade die schönsten Ecken Russlands, jetzt haben wir halt mal irgendwie so einen lustigen russischen Bauern, der sagt, hey, alle sollen Spaß haben, sowas, dass hier schon ein bisschen. Genau, dass sie halt so ein bisschen so rausgefiltert werden. Aber dennoch ist halt für jeden, der so ein bisschen sich mit dem Land oder der Politik beschäftigt hat, schon relativ schnell so, wie willst du denn das Land positiv präsentieren? Und sagen, oh, und hier ist wäre wunderbar. Das ist so schwierig. Und das ist dann, glaube ich, auch einfach schwierig für die Sender und alles, was dahinter steht, dass sie sagen, deswegen zerreißen wir uns gerade nicht und präsentieren diese WM ohne Ende. Ja. Das ist natürlich dann aber, glaube ich, auch total schwierig für dann die großen Sendeanstalten, die sagen von wegen, ja, aber wir zeigen ja nicht nur die Spiele, sondern während einer WM. Wir haben 218 Millionen dafür bezahlt. Genau, 28, glaube ich. 28. Ich gucke auch auf. Aber ich meine, das ist ja auch die Zeit, wo dann halt einfach ARD und ZDF dann, stimmt, 18, hast recht, das Ganze, also 20 Stunden am Tag, sich da irgendwie mit WM beschäftigt und diesmal bestimmt dann sagt er für eine Stunde vorher, Stunde nachher, dann müssen wir halt wieder auf Rote Rosen schalten, weil wir haben dieses Jahr Probleme. So. Ja, ich meine, aber es ist ja unser Geld. Deswegen können sie es mal leisten. Dafür haben sie ja die 21. Beiträge erhöhen, sage ich immer. Wir hatten eine ganz schlechte WM. Das ist natürlich, das liegt auch ein bisschen an euch.
Jetzt. Ja, ja. Das ist nicht unsere Schuld. Nee, wir haben alles gegeben. Wir haben alles gegeben. Ja, ja, aber ich glaube, ansonsten sind natürlich auch so die großen Geschichten sind auch ausgeblieben im Vorfeld. Irgendwie nicht so wie, wann war es, 2010 oder so, als Ballack sich verletzt hatte, dass man das noch mitbekommen hat. Kennst du die Aufstellung denn? Also weißt du halt, wer... Ich weiß grob, wer dabei ist, ja. Was grob, sind, ganz grob. Erzähl mir mal so die ältesten Leute, die ich vielleicht auch noch kenne vom Namen. Toni Kroos, der gilt als gesetzt im Mittelfeld. Thomas Müller. Thomas Müller wird immer schlanker, kann das sein? Ja, ja. Das ist irgendwie dieses Nutella-Gesicht, ne? Ja, genau. Thomas, ich kenne ihn immer nur aus der Werbung. Ja. Sami Khedira. Also wahrscheinlich wird es Sami Khedira im Mittelfeld. Der hat bei allen WMs auch im Mittelfeld defensiv gespielt. Manuel Neuer ist dabei. Torwart! Richtig. Aber die Frage ist, ob er spielt oder nicht. Es gibt Schmuck und Schmole. Der hat die ganze Saison nicht gespielt. Also ist ein bisschen... Wieso, was macht er denn so viel Werbeverträge? Der hatte sich verletzt. Mit dem Penis im Seitennetz. Ich wollte gerade sagen, am Pillermann. Ja, tja. Oh. Wer ist denn noch dabei? Eine Verteidigung? Mats Hummels? Das reicht ja auch. Wie viele Mats haben Hummels, jetzt viele Leute? Jerome Boateng. Hat eine Brillenkollektion, richtig? Oder Skrodan Mustafi ist, glaube ich, auch wieder dabei. Und da bin ich mir schon gar nicht so sicher. Hat Jerome Boateng eine Brillenkollektion? Und Gauland will ihn nicht als Nachbar haben. Ah, der steht. Ja. Ja, und dann noch ein paar andere. Ja, du bist ja auch voll informiert. Nee, das Einzige, was ich groß mitbekommen habe, war der Bruder von Toni Kroos, Felix Kroos, der hat früher bei Bremen gespielt. Hm. Und ist jetzt bei Union Berlin und der basht auf Twitter immer seinen Bruder. Also es war irgendwie die Aufstellung drauf, wer dann dabei ist, irgendwie Neuer, Kimmich, Kroos und Felix Kroos und so, welcher Kroos? Und dann hat Toni Kroos, der hat die Champions League jetzt gewonnen mit Real Madrid vor anderthalb Wochen, letzte Woche, und hat seine Schuhe und sein Trikot versteigert. Und sein Bruder hat ihn gekauft. Nee, sein kleiner Bruder postet nur, bei deinen Schweißfüßen will keiner haben. Das ist so das Größte, was ich hinbekomme. Ansonsten, naja, so Kimmich ist, glaube ich, dabei. Hector müsste dabei sein. Hector! Oh Mann. Ja, aber wer sonst noch dabei ist? Ja. Wer ist denn der Co-Trainer? Hansi Flick, oder? Nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Hansi Flick müsste der Co-Trainer sein. Hansi Flick, das klingt aber auch wie ein Spieler aus den 60ern. Also das klingt wie ein 1A-Name für einen Wellensittich. Oder so. Unser erster Wellensittich hieß Co-Trainer. Honsa. Honsa? Wahrscheinlich nur E-Honsa. Wieso E-Honsa? E-Honda. Achso. Ja. Sonst, du hast gesagt, die sind schon da und trainieren gerade in Russland. Ja. Einfach du musst dich an das russische Essen und den Wodka gewöhnen. Also sind alle immer zwei Wochen vorher da, dass du halt dich gewöhnen kannst an alles? So. Also normalerweise fahren die Spieler ins Trainingslager, sobald bei ihnen im Land die Saison endet, beziehungsweise wenn sie bei dem Champions-League-Finale dabei sind, und das sind ja eigentlich alles Nationalspieler, fahren sie dann danach. Es sind, glaube ich, vier oder fünf verschiedene Fußballverbände weltweit, die da mitmachen, ne? Du meinst die UEFA? Genau. Ja, ich. Also, zum Beispiel in Afrika gibt's alle machen damit. Asien, ja. Also, das habe ich zum Beispiel nur so am Rand. Ja, das ist Europa. Das erste Mal gemerkt, Asien, natürlich gibt es ja woanders auch welche. Nord- und Südamerika. Also, ich glaube, es ist Nord- und Mittel- und Südamerika. Hm. Und ich glaube, es gibt noch Ozeanien. Also, ich meine, es müssten sechs sein. Ja. Aber. Ja. Ja, aber ich meine, die haben halt auch unterschiedliche Startplätze. Ja. Es gibt ja immer die Argumentation, dass Europa eigentlich weniger bekommen sollte. Ja. Und die Argumentation dagegen ist halt, ja, aber es sind halt immer eigentlich nur noch europäische Teams ab dem Halbfinale. Und mal Brasilien oder Argentinien. Ja. Also warum sollte Europa dann weniger bekommen, ausgerechnet? Was glaubst du, was dieses Mal so das Merchandising-Highlight war? Letztes Mal war es, glaube ich, diese Vuvuzela. Und diesmal, weiß nicht, was ist so ein typisches russisches, cooles Ding? Matroschka aufeinander klickern? Ja, so eine Matroschka mit einer Schiedsrichterpfeife drin in der Mitte. Zum Umhängen. Ich meine aber so irgendwas, was soundmäßig da. Irgendwas zum Klappen, ich meine, weil letztes Mal war es die Tröte da. Leere Wodkaflaschen aufeinander. Was war es in Deutschland eigentlich? Was waren da so? Nee, das so. Ich glaube, das waren nur die Vuvuzela. Das war das einzige Mal, weil es halt so ein traditionelles Inländisches. Genau, in Südafrika so. Ja.
Meinst du, es wird so ein Gag geben, dass halt überall literweise Wodka ausgegeben wird? So einmal so eine WM-Schorle oder so ist einfach nur Wodka? Ich weiß gar nicht, ob die FIFA nicht im Stadion Alkohol verbietet bei Länderspielen. Meine ich nämlich. Oh. Das, du darfst bei Champions League spielen, darfst du ja auch keinen Alkohol trinken. Und ich glaube, im Stadion wird dann auch kein Alkohol ausgeschüttet, einfach knallhart. Das heißt, du musst mit Alkohol also, den Körper da anreisen. Richtig. Ja gut, das ist aber glaube ich 50% als Russe, der Fall, oder? Als Hardcore-russischer Hooligan nimmst du einen Flachmann, schraubst ihn dir in den Anus und dann beugst du dich einmal vor, sobald du im Stadion bist und dann hast du das alles rektal aufgenommen, was du trinken musst. Aber das ist ja wirklich ein Prinzip, ne? Also was war das? Glaube ich, der Tampon-Getränk mit Wodka, der dann rektal eingeführt wird oder so? Beziehungsweise muss ja gleich vorher eingeführt werden und dann, weil aufgeschwemmt ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger, den einzudrücken. Ja. Alter Finne, ey. Ja. Was glaubst du, wer Weltmeister wird? Du top informiert, wie du bist. Schweden. Ich sag Italien. Die sind doch gar nicht dabei. Ehrenweltmeister. Ehrenweltmeister. Wir sind bei 55 Minuten. Haben wir noch was Gescheites zu sagen? Oder? Wir haben uns so durchgepimmelt, ne? Ja, es sind halt einfach so. Ich finde, wir haben schon ganz gute Sachen. Ne, ich habe ja auch Mörder viele Fakten rausgehauen. Aber ich muss auch sagen, das ist halt so. Ich habe gemerkt, jetzt während ich dir mit dir darüber quatsche, die WM ist echt ein Stimmungskiller. Ich kann aber so, ich rufe mal die ganzen Gruppen auf und ich sag mal, vielleicht haben wir doch eine Gruppe. Ist A dann, glaube ich, auch die, wo der Gastgeber drin ist? Wo der Russe. Der Russe ist in der ersten Gruppe. Also, Gruppe A ist gleich eine Knallergruppe. Ja, da gibt es schon viele farbige Begegnungen, wo du sagen wirst, oh, darf ich keine von verpassen. Also Russland. Ich sag dir, wer aus der ersten Gruppe rausgeht. Also, beziehungsweise wer als Sieger rausgeht aus der ersten Gruppe. Wir müssen ja Erster und Zweiter sagen, die kommen ja weiter. Ach so. So, also, Ägypten. Nice. Russland, Saudi-Arabien und Uruguay. Atemlose Spannung im Stadion de Nuss. Ich habe gerade gedacht, Saudi-Arabien hat ohne Ende Geld und Russland hat halt ohne Ende Geld und Macht. Ich sage, Saudi-Arabien und Russland gehen da raus. Interessant. Ich sage genau gegenteilig Uruguay und Ägypten. Okay. Uruguay ist eine gute Mannschaft. Hat Ägypten jetzt nicht frisch gewählt und Regierungsuntreue werden halt, weiß nicht. Aber die Mannschaft ist, glaube ich, immer noch dieselbe. Okay. So, pass auf, es geht mit einer echten Knallergruppe weiter, die tasten sich jetzt ein bisschen ran. Iran, Marokko, Portugal und Spanien. Würde man instinktiv nicht Portugal und Spanien sagen? Ja. Ohne zu zögern, Portugal und Spanien. Australien, Dänemark, Frankreich und Peru. Sagt man da Frankreich und Peru, ne? Frankreich und Dänemark, würde ich sagen. Echt? Ja. Ich dachte, Peru wäre auch, aber gut. Ja, dann gut. Hier, ne, jetzt könnt ihr auch für euer Tippspiel nutzen. Ich habe schon mal ein Tippspiel gewonnen, 2000. Punkt. Gruppe D. Argentinien, Kroatien, Island und Nigeria. Oh, da würde ich Kroatien und Island toll finden. Ja, also Island auf jeden Fall, bei Island bin ich voll dabei, aber ich sage Island und Argentinien. Brasilien. Lecker Weg vor! Ja, wir sind Brasilien, Costa Rica, Serbien und die Schweiz. Costa Rica wäre lustig. Ja. Und Serbien. Ja, gut. Also ich Brasilien, aber auch Costa Rica. Mein heißer Tipp, so. Deutschland, Südkorea, Mexiko und Schweden. Ja. Da ist ganz klar Deutschland, Schweden. Ne? Ja. Wahrscheinlich. Oder Deutschland, Mexiko. Oder Südkorea, Mexiko. Ich kann schon so genau sagen. Gruppe G. Belgien. Wie viele Gruppen gibt's? Wir haben noch zwei. Okay. Atemlose Spannung. Belgien. England. War ich letztens. Tunesien. Also und, jetzt halte ich fest, Panama. Boah, die englischen Hools und die russischen Hools, das wäre doch mal was. Was war das? Ich sag England und Panama. Ich wünschte, ich könnte auch Panama sagen, aber ich glaube England und Belgien. Ach, Pommesgesicht. Aber Panama wäre schon ziemlich lustig. So, letzte Gruppe. Haben es gleich geschafft. Kolumbien, Japan, Polen und Senegal. Ganz klar, Polen und Senegal. Ja, Niederlande sind wieder nicht dabei.
Ja, weißt du was, Polen und Senegal. Was glaubst du, wer wird Weltmeister? Polen und Senegal. Sag doch mal. Glaubst du, Deutschland wird es wieder? Nee. Weiß ich nicht, Frankreich. Ich glaube, das ist so eine WM, dass wenn man sich die ergibt, dann fängt es an, so in den letzten 5 Tagen spannend zu werden. Ich glaube, vorher... Also ab dem Halbfinale. Für ja. Sowas. Also vorher geht man, glaube ich, nicht so richtig rein. Ja, oder ist, man weiß ja nicht, vielleicht gibt es vorher nochmal so ein Chaos-Spiel oder so ein sowas wie das WM-Spiel bei der letzten WM, wo Deutschland Brasilien 7-1 geschlagen hat. Mhm. Also das ist ja dann immer so ein Moment, wo man so ungläubig davor sitzt. Aber ich glaube, ja, naja, wer weiß. Ich habe vorhin gelesen, dass in der Vorauswahl war halt irgendwie, glaube ich, so ein Schiedsrichter aus Saudi-Arabien, aber der ist jetzt auf Lebenszeit gesperrt wegen Bestechungsvorwürfe. Das geht in Russland natürlich nicht. Nee. Sich erwischen lassen. Wenn einer sticht, wir. Ja. Gut, ja, ich würde sagen, ansonsten, haben wir es in den Kader geschafft. Was sagt man jetzt noch? Gut Kick? Dos Vidania. Gut, dann ihr findet die Länderauswahl von Für Nüsse auf Für Nüsse mit Dirk und Klaus auf unserem YouTube-Kanal. Oder Für Nüsse mit Dirk und Klaus bei iTunes oder Podcast Addict oder wo auch immer ihr Podcasts herbekommt. Schreibt uns auf fürnüsse@gmail.com eine Frage. Oder tweetet uns an @fürnüssepod auf Twitter oder geht auf fürnüssepod.com. Ja. Ja, ich finde es schwer. Ja, also wenig Begeisterung. Ihr müsst echt selber entscheiden, ob ihr euch das geben wollt oder nicht. Es gibt, ich glaube, wir haben nicht so viele Gründe dafür gefunden. Naja, auf der anderen Seite muss man natürlich auch fairerweise sagen, damit wir uns das ansehen können, haben wir alle, danke, 218 Millionen bezahlt. Das stimmt. Also die sind wir jetzt los. Dann ja, können wir es uns auch ansehen. Die sind definitiv weg. Das ist wie ein Kinoticket. Ja. Das ist jetzt weg. Das haben wir letztes Mal auch schon gehört, wie viel... Ah, wer war denn das? Hitzelsberger sowas als Experte pro Show gekriegt hat, abends? Nee, es war Mehmet Scholl. Mehmet Scholl, wie viel waren das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Es war waren so 20.000 oder sowas, ne? Ich glaube, es waren fast mehr, aber... Und dann für was? Für was? Ja. Welche war nochmal diese geile Kombo, wie heißt er nochmal? Dellinger und Netzer. Oh, die waren gut, oder? Die waren gut, ja. Ja, Herr Delling, gut, Herr Delling. Am besten fand ich, wenn halt, wenn Günther Netzer ihn ankacken wollte und dann musste er sich aber dennoch kaputt lachen über seine dusselige Art oder über sein, das fand ich so, wenn er sich versucht hat zu kontrollieren, das war das Beste, wenn er so, das war echt das Größte, das war halt schon fast, oh, das war echt Highlight von der WM damals, ey. Wann waren die aktiv? Bis 2008, glaube ich. Okay. Oder bis 2010, irgendwie so. Aber weil die waren ja schon Kult, warum sind die dann rausgegangen? Ich glaube, die hatten keine Lust mehr. Also Netzer hatte, glaube ich, keine Lust mehr. Und Delling arbeitet, glaube ich, noch für die ARD in irgendeiner anderen Funktion, aber ohne Netzer. Aber Netzer war auch da schon ein bisschen älter. Ich verstehe schon, dass du dann... Ja. Und ich meine, Netzer hat halt früher für Real Madrid gespielt. Der wird sich ein bisschen Geld auf die Seite geschafft haben. Ja, ist halt, wenn es ihm Spaß macht, dann hätte er es noch gemacht, aber fürs Geld braucht er es nicht. Ne? Ja. Ach, wie schade, wir. Ey. Ja, wie wir. Würdest du den, was würdest du denn wissen? Würdest du halt wie heißt das hier, so eine Kommentatoren-Scheiße machen beim Spiel? Ja. Würdest du danach Analyse-Quatsch machen? So wie. Ich glaube, ich würde lieber die Analyse machen als den Live-Kommentar. Und die machen ja auch immer so eine Vorberichterstattung, was ich total schwierig finde, weil das heißt, so eine Stunde sich was aus den Nüsse ziehen. Das heißt, die ganzen Spieler durchgehen, das Länder durchgehen, die Historie durchgehen. Das ist für die Schrebergartenbewohner in Deutschland, die auch am Samstag das Qualifying für die Formel 1 gucken. Echt, die Vorberichterstattung ist echt schwierig. Ich meine, das ist immer der Moment, wo man dann in die Kneipe kommt und dann sich schon mal ein Warmmachbier trinkt. Aber sonst ist das halt echt... Also klar, für die ist es dann so Quote machen so. Weil da kriegen sie dann, würde ich sagen, so 60% und die 100% von denen, die dann einschalten, haben sie dann beim Spiel. Aber keiner gibt sich die 2 Stunden Vorberichterstattung. Es ist echt, also kein normaler Mensch. Qualifying, wir müssen alle 4 Stunden Qualifying gucken. Und was wird dieses Jahr wieder passieren? Der Deutsche wird sich totgrillen. Wird sich halt wieder tonnenweise halt irgendwelche... Pressewurst für 99 Cent. Genau, da wird das Fleisch wieder günstiger als die Hundewurst oder das Hundefleisch. Wird sich halt ohne Ende Billigfleisch reinpumpen im Garten, dann schön Bier dazu. Und was halt irgendwie jetzt auch total wohl abgeht, was total krass ist, weil ich denke, der eine oder andere hat das vielleicht schon, Fernseher. Die Menschen kaufen sich wieder Fernseher ohne Ende, weil du brauchst diesmal wirklich 70 Zoll Curve-TV, sonst kannst du nichts sehen.
H&M, die ja. keinen interessiert. Ja. Bei Lidl habe ich auch gesehen, im Schild oben hing auch Fernseher. Lidl hat einen Fernseher ja. verkauft. Und ich dachte, ja, aber jetzt hat doch jeder einen Fernseher. Aber das ist das Krasse, die Einzelhändler, Elektromärkte und was, die machen jetzt krass Umsätze. Ja. Weil halt hier so ein Drittfernseher, den könnt ihr einfach zum Grillen mit rausnehmen, der hat eine Akkulaufzeit von 90 Minuten. Ich würde mich nicht wundern, wenn der ein oder andere echt so ein Second-TV hat, sagt, ja. lass irgendwas passieren, ich bin aufgeregt, schmeiß halt irgendwie meinen Grill in den Fernseher, mache ich den zweiten an. Oder irgendwie sowas. Ja. Oder ich brauch's in jedem Zimmer. Ich pisse in meinem Badezimmer, steht noch so ein 70-Zoller. Sonst kann ich halt einfach nicht, was soll ich machen. Im Flur, wenn ich hinlaufe, steht auch einer. Ich meine, wir kennen Leute, die haben halt echt Fernseher so groß wie deren Wohnzimmerwand. So. Ja. Und ich wette, da läuft es in jedem Raum. In jedem Raum läuft was. Ja, ne? Nicht verkehrt. Oh, alter Finne. In diesem Sinne, ey, kauft, Leute, kauft! Ja. Eine Wurst und einen Fernseher. Das wird dann ja, Tavares. Tschüss.